Grüß euch, meine Lieben, ich bin's wieder, die Gabi aus Österreich. Ich möchte mit euch heute ein One-Pot-Gericht machen. Und zwar einfach und schnell ein Hühnerreisfleisch. Und dafür braucht man Hühnerfleisch. Du kannst Brust nehmen, ich habe hier ausgelöste Keule bekommen. Wir brauchen Reis, blanchierte Paradeiser, Paprika, Frühlingszwiebel, du kannst natürlich auch normale Zwiebel nehmen, Öl zum Anbraten, Wasser oder Gemüsefond zum Aufgießen und dann Gewürzen nehmen wir Salz, Pfeffer und etwas Paprikapulver und einen Spritzer Essig, wenn wir dann auch noch dafür brauchen. Ich habe schon einmal Öl in der Pfanne erhitzt und schneide mir jetzt einmal meine Zwiebel. Und das Hühnerfleisch werden wir jetzt auch gleich schneiden. Und das alles werden wir dann einmal in der Pfanne anbraten. Ist ein ganz flottes Gericht. Es dauert genauso lange, bis der Reis durch ist. Also das geht wirklich ganz, ganz flott. Und wie gesagt, Zwiebel. Und das geschnittene Hühnerfleisch kommt jetzt einmal in die Pfanne, wo ich das jetzt anbraten werde. Das Fleisch habe ich jetzt schön angebraten und jetzt bereite ich mir die Paradeiser vor. Meine Paradeiser sind deine Tomaten, wenn du keine Früchte zur Verfügung hast, dann nimmst du einfach einen Esslöffel Paradeismark oder passierte Paradeiser, wie du das möchtest. Ich habe sie ja eingeschnitten, dann ganz kurz in kochendes Wasser gelegt. So lassen sie sich jetzt recht gut schälen. Und die schneide ich jetzt einfach in Würfel. Und diese Würfel gebe ich zu meinem Hühnerfleisch dazu. Und ich kann auch schon die Gewürze dazu geben. Paprika, Salz und Pfeffer. Der Paprika braucht ein bisschen das heiße Fett. Sonst bekommst du nicht diese wunderbare Farbe, die er normalerweise gibt. Dann kann ich den Reis dazugeben und das Wasser. Und jetzt werden wir es mit einem Deckel abdecken und so lange kochen lassen, bis der Reis gar ist. Nimm nur 1,5 Mengen Wasser, weil ja das Gemüse noch Wasser zieht und auch das Fleisch, sonst wird es dir zu matschig. Mein Reisfleisch ist fast fertig gegart, wird noch so circa 5-6 Minuten brauchen und da gebe ich jetzt noch meine Paprika dazu. Das Kerngehäuse wie immer herausschneiden und die Paprika in Würfel schneiden. Und so kommen sie jetzt in meine Pfanne dazu. Und jetzt lasse ich sie noch ein paar Minuten köcheln. Einfach, schnell und lecker. So ist unser One-Pot-Hühnerreisfleisch. Wird auch den Kindern ganz wunderbar schmecken. Und du siehst, es dauert wirklich nur so lange, bis der Reis weich gekocht ist. Hast du Reis übrig, könntest du natürlich auch den verwenden und einfach nur das Hühnerfleisch mit dem Gemüse untermischen. Freut mich, dass du wieder dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Hier gibt es noch
einige andere leckere, preiswerte, schnelle Gerichte. Ich sage dir noch liebe Grüße aus Österreich, deine Gabi.